Das Vollstrom-Video wird unterstützt vom Autohaus Werner Fiegel und MG Motor Deutschland. Viel Spaß wünschen wir euch mit dem Video. Willkommen heute, Spaßabteilung Vollstrom auf der deutschen Autobahn. Wir greifen in die Schublade und nehmen heraus den MG5 als Elektrokombi. Mit 185 km Spitze und 115 kW Motorleistung, Drehmoment 280 Newtonmeter, 7,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h werden wir dieses Elektroauto wieder an seine Grenzen bringen. Wie weit kommt er ab 100% bis leer? Das wird spaßig und ihr wisst ja, es wird gut. Wir schneiden uns an, fahren auf die deutsche Autobahn. Wir sind von der Ladestation in Berg hier losgefahren mit 100%. MG gibt uns hier einen Schätzwert von 340 Kilometer, wenn wir natürlich nicht erreichen. Und wir fahren in der Abteilung Sport-Taste hier mit der Rekuperationsstufe 2. Das ist ganz lustig, ihr habt noch Rekuperationsstufe 3, also drei Stufen. Wir haben jetzt hier 2 gewählt. Dementsprechend, wenn ihr von der Autobahn runterfahren würdet und ihr geht vom Strompedal, würdet ihr euch dann dementsprechend auch rekuperieren. Wir haben jetzt die 2 gewählt. Es ist 2 Uhr nachts, es ist wenig Verkehr und dementsprechend kann man solche Geschichten dann auch machen. Das Fahrzeug kann jetzt hier 191 km/h, also 185 km/h ist er angegeben und 191 habe ich jetzt in der Spitze rausbekommen. Ist ein Kombi, ist etwas flacher und auch die Windgeräusche auf der A-Säule sind geringer wie bei den meisten SUVs, also das ist positiv. Zur Strecke nochmal, wie gesagt, es ist leicht klamm, wir haben Außentemperatur 4 Grad, wir fahren mit Winterreifen, das Ganze auf 16 Zoll und dementsprechend ist es hier alles sicher. Es ist nicht glatt und wir haben auch wenig Verkehr. Was jetzt aber doch überraschend ist, ist der Verbrauch. Es ist wie fest zementiert, 30,0 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Was sagt uns das? Der Hersteller hat einfach nicht mehr aufgeführt. Warum? Weil die meisten Fahrzeuge eben in Ländern gefahren werden kann oder muss, wo man eben dementsprechend nicht so schnell fahren kann. Deutschland ist hier in der exklusiven Reihe, dass wir eben hier noch ziemlich schnell fahren dürfen und wir haben hier eine Strecke, wo unbegrenzt ist und das nutzen wir natürlich aus auf der Vollstromstrecke und ich werde euch am Schluss die Daten natürlich nachreichen. Also aktuell zeigt er uns hier nur 30,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer an. Was er uns aber anzeigt, ist Durchschnittsgeschwindigkeit. Wir fahren jetzt hier einmal noch raus, dementsprechend auf die A9 Richtung Nürnberg geht es zurück und wir beschleunigen wieder voll, was das Auto hergibt. Aber ihr seht selber, um die 150 km/h, das ist schon schnell, also wir geben schon alles und wir fahren auch ohne Assistenzsysteme. Ich fahre dann meistens selber. Ab und zu, glaube ich, habe ich mal den Tempomat verwendet, aber ansonsten fahre ich die Geschichte hier selber. Wir sind 18 Minuten unterwegs und schaut euch das an. Wir haben nur noch 63% Akku zur Verfügung. Für die Akkugröße können wir vielleicht einordnen. Wir haben jetzt hier brutto 61,1. Netto habe ich jetzt ausgerechnet mit dem Ladevideo sind es nur 56. Ist in meinen Augen für dieses Fahrzeug zu klein. Da muss definitiv mehr kommen. Mindestens 70 muss das Auto haben, weil man fährt auch mal auf die Autobahn mit einem Kombi, hat vielleicht die Familie eingepackt und hinten ein Kofferraum ist ja gegeben. Also eine 70 Kilowattstunden Batterie wünsche ich mir, hat er jetzt leider hier nicht. Wir können nur netto nutzen 56 Kilowattstunden. So, wie viele Kilometer haben wir bereits absolviert? 60 Kilometer sind wir bereits gefahren. Uhrzeit 2.26 Uhr, was auch immer ganz lustig ist, ganz rechts die Power-Prozentanzeige. Und hier gehen wir dann teilweise schon 70, 80, 90%. Er wird am Schluss dann durchaus langsamer. Ich kriege dann nicht mehr die komplette volle Geschwindigkeit. Das können wir ja dann am Schluss mal beobachten. Und da gibt er mir nicht mehr die volle Geschwindigkeit. Wie es dann ausschaut mit der Ladeleistung, das werden wir uns anschauen. Ich werde euch nach dem Video jetzt hier dann nochmal von 8 bis 11% 4 Bilder zeigen und dementsprechend können wir uns anschauen, flacht denn irgendwie die Ladekurve ab? Wird er vielleicht zu warm, das Fahrzeug? Außentemperatur habe ich euch ja gesagt, haben wir 4 Grad, das haben wir am Ziel auch gehabt. Also die Bedingungen waren jetzt eigentlich nicht schlecht, weil es ist jetzt keine 30 Grad, wo das Auto halt extrem warm werden würde und auch keine minus 20 Grad, sondern 4 Grad ist ein mittelguter Wert. Und hier wenden wir jetzt nochmal, wir sind also einmal die Strecke schon gefahren und jetzt geht es Richtung Altdorf. Wir schauen mal, wie weit wir jetzt hier noch fahren. Mittlerweile 80 Kilometer sind wir gefahren. Ich nehme jetzt hier auch mal den Spurhalteassistent. Das habe ich erwähnt, der klappt wunderbar und hier gibt es auch keine großen Probleme. Will ich jetzt aber im Einzelnen auch nicht mehr drauf eingehen. Schaut euch das Autobahnvideo an, werde ich euch oben rechts nochmal verlinken. Da bin ich ins Detail genau drauf eingegangen. So, 37% nur noch zur Verfügung.
Jetzt wird spannend. Schätzwert nur noch 48, 47 Kilometer. Und wir fahren nach wie vor in der Sporttaste. Und wir beschleunigen das Auto auch relativ schnell. Ich muss jetzt mal schauen, wie ich hinkomme. Ich habe die Geschwindigkeit jetzt etwas reduziert, weil ich in Lauf, also nicht in Schneidach, sondern in Lauf rausfahren werde. Es ist ein bisschen kürzer die Strecke und ich will natürlich auch ankommen. Und wir schauen mal, also knapp 100 Kilometer bereits absolviert. Wir sind 38 Minuten unterwegs. Der Schnitt liegt bei 149 km/h. Verbrauch zeigen wir euch dann. Und 29%. Ja, nachts um 2.42 Uhr ist natürlich die Autobahn leer, Samstag auf Sonntag. Ihr habt auch kaum LKW-Verkehr, weil die meisten ja eben stehen bleiben. Entweder machen sie die Nachtruhe oder sie dürfen nicht fahren am Sonntag. Und dementsprechend ist es für die Vollstromfahrt meiner Ansicht nach am besten Samstagnacht, weil da einfach am wenigsten Verkehr ist. Und ich will ja auch keine gefährden. Ich will euch aber trotzdem hier die Spaßabteilung, solange wir noch fahren dürfen in Deutschland schnell, und dann mache ich das auch. Und mir persönlich macht es echt viel Spaß. Also so ist es nicht. Also wir fahren jetzt hier nochmal drauf auf die Autobahn und werden jetzt langsam an die Ladesäule geführt. So mit 23% Restkapazität. Wir schauen mal, wie weit ich mich traue. Ich habe euch ja im Autobahnvideo schon gezeigt. Ihr werdet jetzt unten dann auch sehen, ab 20%. Wir haben jetzt noch Schätzwert 30 Kilometer. Zeigt er uns jetzt hier noch die Restreichweite an. Wenn wir aber weiter runterkommen wie 10%, zeigt er mir vier Striche. Das heißt, im Hauptdisplay, hinterm Lenkrad, zeigt er euch das nicht mehr an. Ihr müsst dann rechts rübergehen auf das Display, also das größere Display rechts, und da zeigt er euch dann auch noch die Restreichweite in Kilometer an. Also das finde ich ein bisschen schade, das habe ich im Autobahnvideo auch schon gesagt, das muss definitiv jetzt rein. Hier zeigt er jetzt schon ab 13%, beim Autobahnvideo hat er dann nur, also ab 10%, hängt natürlich auch mit der extremen Geschwindigkeit zusammen. Also hier hat er jetzt ab 13% schon keine Restreichweite mehr angezeigt. Ich habe aber noch rechts die Anzeige und deswegen geht es jetzt weiter. Wir prügeln das Fahrzeug nach wie vor. Und ja, es schwankt natürlich jetzt ein bisschen von der Geschwindigkeit. Ich muss auch genau reinkommen. Und wo sind wir? 130 Kilometer bereits absolviert, eine gute Stunde unterwegs, 6%. Wir moderieren es mal runter. 145 km/h sind wir im Schnitt. 5%. Ich fahre nach wie vor 150 km/h. Jetzt wieder mit ACC, also Spurhalteassistent, und wir kommen rein an die Ladesäule mit 4%. Der MG5 ist angekommen an der Ladesäule. Wir überprüfen, ob der Akku vielleicht zu warm geworden ist. Das Ganze von 8-11% abfotografiert und die Spannung 351 auf 353 bei 11%. Das passt, die steigert sich. Auch die Ladeleistung von 80 bei 8 auf 81 kW bei 11% passt wunderbar. Also der Akku ist nicht zu warm. Auch nach der Autobahnfahrt hatte ich ja das Ladevideo gemacht und ich werde euch das oben rechts nochmal verlinken, könnt ihr gerne gegenprüfen. Also der Akku, trotz der hohen Geschwindigkeit, hat hier keine Probleme und zieht sauber durch. Wunderbar. Dann gehen wir rein ins Ergebnis des MG5. Wie weit schafft das Fahrzeug? Um 3.01 Uhr angekommen mit 4%. Wir sind gefahren von 100 bis 4%. Ein bisschen war was noch drin, so 140 Kilometer circa wären es gewesen. Ein paar Kilometer mehr in der Sporttaste Recut 2. Und 4741 Kilometer hat das Fahrzeug bereits absolviert. Und es schaffte jetzt hier 139,5 Kilometer. Wie gesagt, die 4%, ein paar Kilometer wären noch drin gewesen. Also über 140 Kilometer schafft der Vollstrom auf der deutschen Autobahn. 58 Minuten sind wir unterwegs gewesen. Das passt. Die 143 km/h im Durchschnitt sind etwas niedrig. Da müssen wir ein bisschen drauf satteln. Bei den 30,0 ist die nächste spannende Geschichte. Zeigt er eben hier maximal nur an. Das heißt, für den kompletten weltweiten Raum reicht es durchaus. Aber Deutschland ist eben einer der wenigen noch, die man schnell fahren kann. Wir haben das Fahrzeug mit 191 bewegt und somit braucht er jetzt hier im Schnitt 40,1 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Durchaus ein erhöhter Wert. Leider sind wieder vorne nicht alles geschlossen, wie ich in mehreren Videos schon gesagt habe. Hersteller müssen vorne alles zumachen. Der MG4 hat es mittlerweile, aber der MG5 nicht. Und gerade bei hohen Geschwindigkeiten, wenn ich eben den Kühler nicht runterkühlen muss, dann kann ich den geschlossen lassen und dementsprechend ist die Aerodynamik um einiges dann besser, gerade an der Vorderfront. Das fällt mir hier bei dem MG5. So, jetzt gehen wir mal rein und schauen uns das Ergebnis an.
Wir werden nicht vergleichen, aber wir werden es aufschlüsseln. Vollstromautobahn Deutschland, der Andreas ist gefahren. Der MG5 schafft eine Reichweite von 139,5 Kilometer. Der Durchschnittsverbrauch Kilowattstunden auf 100 Kilometer brauchte das Fahrzeug 40,1 Kilowattstunden. Durchschnittliche Geschwindigkeit km/h 144,31. Muss man etwas draufpacken. Der Reifendruck wurde wieder überprüft, 3,0. Das machen wir mit allen Fahrzeugen so. Dann können wir es zumindest in dem Bereich ausschließen, dass da irgendeiner benachteiligt wird. Beim Wetter hat man leichten Regen. Ihr seht es auch im Video. Der Boden war leicht klamm. Trotz alledem hat es etwas geregnet. Bei der Fahrzeit unter einer Stunde sind wir bei 58 Minuten Temperatur. Start und Ziel 4 Grad. Es passt. Im Monat Februar jetzt hier auf Winterreifen. Ladeleistung nach Fahrt heruntergeregelt, ja oder nein? Definitiv nein, das habe ich euch vorhin bewiesen. Er steigert wunderbar hoch von 8 auf 11%. Zur Ankunft sind wir jetzt hier mit 4%. Also, wenn wir das jetzt mal zumindest ins Verhältnis setzen oder einen Vergleich, wenn wir uns einen Vergleich erlauben, was ich habe es jetzt hier nach Hersteller alphabetisch sortiert, deswegen ist kein Vergleich eigentlich möglich. Trotzdem möchte ich mich anlehnen an den Kia EV6, der hat jetzt hier 142 km/h im Durchschnitt und 41,4 Verbrauch und da liegen wir in dem Bereich, also der war sogar noch etwas schneller, der MG5, und benötigt etwas weniger wie der Kia EV6. Also, es ist kein sparsames Fahrzeug und wie gesagt, da geht noch einiges in der Aerodynamik und da müssen die Hersteller definitiv noch nachfallen. Gerade für den deutschen Markt ist die Aerodynamik sehr, sehr wichtig und hier ist mir einfach 40 zu viel, auch für den MG5. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr das Video geschaut habt. Es fehlt noch Hypermiling und der Federungskomfort, den bringen wir euch die nächsten Tage. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Macht's gut, euer Andreas. Servus.